Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ja, herzlich willkommen zum Sprechplanet im August bei Massengeschmack TV. Und wie so oft in letzter Zeit sind wir nicht im Studio. Diesmal auch nicht in Holland oder wo wir schon waren, in Nordrhein-Westfalen. Diesmal sind wir hier in der Nähe des Studios und zwar in Rausdorf bei Hamburg, bei Rüdiger Neberg. Genau. Warum? Weil es hier so viel zu sehen gibt. Und, ja, du bist neugierig. Wir sind eben die ganze Zeit schon hier so rumgelaufen. Wir machen auch noch mal so eine kleine Tour, weil dieser Raum, also das ist im Prinzip der perfekte Raum. Das hättest du ja auch nicht alles mit ins Studio bringen können, diese ganzen Sachen. Was hättest du mitgebracht, wenn du so ein, zwei Sachen aussuchen könntest? Was? Vielleicht hätte ich nur was mitgebracht zum Feuer machen. Ja. Dann habe ich ja hier so Unmengen, ob Pfeile oder Hängematten oder die Bilder von den Arabern, ja, die mit uns kooperieren, unerschöpflich. Wir machen nämlich nochmal einen kleinen Rundgang, das lohnt sich hier in der Tat. Sich auf so ein Interview mit dir vorzubereiten, da muss man schon in die Tiefe gehen, weil du so unendlich viele Touren gemacht hast. Dann machen wir drei Teile. Wir machen 25 Teile am besten. In dem Wikipedia-Artikel bei dir steht, alles hat angefangen als ganz kleiner Junge. Dass du schon als Dreijähriger durch Bielefeld gestreunert bist und wieder aufgefangen werden musstest. Ja, hat meine Mutter mir immer erzählt, um mich zu warnen, mach das nicht nochmal. Ich wollte meine Oma besuchen, die hatte Trockenobst, das war damals im Krieg eine Rarität. Und dann habe ich mich völlig verlaufen, habe dann irgendwo mich in einen Busch verkrochen, da geschlafen. Und morgens fand mich die Polizei. Morgens? Und hat mich wieder nach Hause gebracht. Was hat die Mutter gesagt? Ich habe mir gesagt, da muss ich in Zukunft besser planen. Und mit 17 habe ich dann meine kleine erste Jugendmeisterprüfung vollbracht. Ich hatte meinen Eltern erzählt, ich fahre nach Paris. Und mein Vater, das ist gut, mein Junge, Fremdsprachen sind wichtig. Und ich fuhr mit dem Fahrrad nach Paris. Dort hatte ich einen Freund, dem habe ich 10 Postkarten vorgeschrieben. Jede Woche eine sollte er abschicken. Und ich bin durch nach Marrakesch, um Schlangenbeschwörung zu lernen. Krass. Also auch schon so weit vorbereitet, dass über die ganzen Wochen kein Verdacht aufkommen kann. Das war ja auch eine Zeit, da hatte man ja noch kein Handy und kein Internet. Kaum eine Landkarte. Man konnte noch nicht mal geortet werden. Keine Asphaltstraße, also wenige, ne? Ja. Was meinst du, wo kommt das Interesse her? Gibt es da in deiner Familie oder in der Historie schon Leute, die das gemacht haben? Nee. Oder hast du das einfach für dich entdeckt? Man muss das ja leben, das Thema. In meiner Verwandtschaft niemand, das waren alles Banker. Seit Adam und Eva Banker. Und ich war die einzige Ausnahme. Ich sollte auch Banker werden, musste dann Zahlen sortieren in meinem Praktikum. Ich bin wahnsinnig geworden und habe Migräne gekriegt. Als Mann Migräne, das will was heißen. Und mein Vater hat das eingesehen, ich war dafür nicht geeignet. Aber dann bin ich Bäcker geworden. Das war auf andere Weise extrem, weil wir damals alle Notlitten, Hunger hatten. Ich wollte was Krisenfestes. Und dann bin ich dabei geblieben, wurde später in Hamburg selbstständig. Gab viele Bäckerei, Konditorei Neberg, gab es viele verschiedene? Drei Läden waren das. Ja. Einer brummte besonders gut und das läuft heute noch, hat aber längst jemand übernommen. Du hast in einem Interview mal gesagt, das hat dir einfach keine Erfüllung gegeben. Also stand auch nie die Frage, ob du noch parallel reist und sich auf dieses Leben konzentrierst als Konditor oder als Bäcker? Oder gab es da irgendwann so einen Wendepunkt? Oder war das einfach so, weil du sagst, auch mit 17 schon losgezogen, warst du auch immer während der ganzen Konditoreizeit auch immer unterwegs? Ja, während meiner Gesellen- und Meisterzeit immer unterwegs. Und ich hatte mir vorgenommen, wenn ich selbstständig werde, das war immer mein Ziel, ich hätte nie lebenslang Angestellter sein können. Dann will ich weiterhin diese Freiheiten des Reisens haben. Denn mir war klar, genau wie jede Hausfrau, die jeden Tag ihr Süppchen kocht oder ich, der jeden Tag seine Kuchen macht, das erfüllt ja nicht. Ne? Wenn man gelobt wird, freut man sich, aber es erfüllt nicht. Und dann habe ich mir die Mitarbeiter entsprechend ausgesucht und konnte jedes Jahr, ohne mir Sorgen zu machen, Monate verschwinden. Das hat auch immer gut funktioniert. Also der Betrieb lief auch ohne dich dann so lange? Ja. War durchorganisiert. Ich hatte in den Top-Spitzenämtern meine Leute sitzen, denen ich vertrauen konnte. Das lief gut. Es gab über dich unheimlich viele Reportagen über die ganzen Reisen. Irgendwann ist das ja auch medial aufgegriffen worden. Wo fand das eigentlich seinen Anfang? Wodurch wurdest du wirklich bekannt?
Ja, das erste war die Fahrt auf dem Blauen Nil. Mhm. Eine Art Erstbefahrung, 1000 Kilometer. Ich hatte ein Buch gelesen von einem jungen Mann, der hatte das versucht mit einem Baumstammfloß. Mhm. Völlig gescheitert, weil er damit durch manche Passagen des Flusses nicht durchkam. Aber das war für mich so eine, ein Wendepunkt. Ich dachte, meine Fresse, 1000 Kilometer Urafrika, da muss ich hin. Der Fluss voller Krokodile, Mücken, Tsetsefliegen, kaum Menschen. Ja. Und dann fing dieses bessere Planen an. Ich wusste, da waren einige hatten es mit Booten versucht, die nicht zu ausreichend waren. Andere haben sich gestritten. Das hat keiner geschafft bis dahin. Wie bitte? Das hat keiner geschafft bis zu dem Nein, Punkt. Hatte bis dahin keiner geschafft. Und ich hatte damals davon gehört, es war gar nicht geplant als Erstbefahrung. Ich habe die deutsche Botschaft angeschrieben, ob das immer noch so wäre. Nicht? Es hätte einen extra Reiz ausgemacht. Und dann kriegte ich so einen langen Brief, um Himmels Willen nicht noch einer. Und dann zählten sie mir 10 Versuche auf, von Boot verloren, Krokodile haben alles zermatscht, Streit untereinander und eben tödlich, dass einige erschossen worden waren. Mhm. Und da wusste ich genau, wie ich planen muss, damit ich eventuell lebend durchkomme. Ach so, also du hast das quasi auch als Ratgeber genommen, um dich besser vorzubereiten. Das war der beste Ratgeber, den ich mir denken konnte. Und da war einer bei, zufällig, ein Deutscher, zufällig hier aus der Nachbarschaft in Kiel, Klaus Dehnert, der hatte es mit einem Sarg versucht. Der hatte kein Geld als junger Mann, hatte auch davon gehört, hat einen Sarg, hat Särge gesehen, hat gedacht, mit dem Sarg versuche ich, aber dickere Bohlen, mehr Schrauben. Ja. Und damit das nicht keppelt, links und rechts ein Bündel Bambus. Und so ist er da runtergefahren, aber irgendwo ist das auf einen Stein gekommen, zerborsten. Mhm. Dann hat er das zu einem Floß umgeschraubt. Das hatte keinen Auftrieb, da kamen die Krokodile und dann hat er aufgegeben. Mhm. Und später hat er Globetrotter-Ausrüstung gegründet. Ach so, okay. Ja. Ja. Mit ihm habe ich dann nochmal eine große Wüste durchquert. Du hattest das ja ein paar Mal versucht, das zu schaffen. Den ersten Flop hatte ich gleich in Hamburg. Stauwerk Geesthacht, wo die Elbe gestaut wird. Ich denke, da ist ein Strudel, da teste ich. Ich traute dem Material nicht. Ich hatte ja sowas noch nie gemacht. Und Fachleute sagten, bombensicher. Ich denke, das will ich testen. Und da geriet es unten in eine Walze rein. Und unsere Seile reichten nicht mehr aus, um das rauszuziehen. Dann habe ich gedacht, naja, irgendwann nach 6 Stunden kommt die Flut, das beruhigt sich. Da war das Zermalen am Beton. Aber es war nicht kaputt gegangen, es war nur zermahlen worden. Und da dachte ich, das ist genau das Richtige. Habe einen neuen Versuch neu gebaut. Beim ersten Versuch geriet das unter einen Baum. Ich hatte das Hindernis falsch eingeschätzt, war weg, alles. Äxte, Beile, wir hatten ein bisschen Dynamit mit, um solche Hindernisse wegzusprengen. Wir waren zu dritt. Mhm. Und da war die Reise zu Ende. Dann habe ich nochmal ein Boot gebaut und damit haben wir es geschafft. Okay, da war aber zeitlicher Abstand dazwischen. Da ist man erstmal wieder nach Hause, hat neu geplant. Und du hattest auch einen Kameramann. Ja, das war Michael. Der ist auf einer Reise dann umgekommen. Er hatte die Idee, wir machen mal einen Film nur über die Krokodile, weil die einfach beeindruckend waren. Mhm. Und eines Morgens war unser Zelt umstellt von 12 Leuten mit Gewehren, alle vermummt. Aber die Vermummung war normal, weil es morgens kühl ist. Bewaffnung war auch normal. Und ich weiß noch, Michael ging auf sie zu und sagte, ich gehe sie mal begrüßen, machte seinen Diener. Und ich kriegte noch mit, wie die sagten, nix hier, guten Tag. So sind, ne, von der Optik her. Und er dreht sich um und dann knallten die Schüsse. Ich hatte nicht gesehen, wie die Gewehre hochrissen, weil ich selbst so gelassen tat, keine Angst zeigen und dergleichen. Aber bei diesen ersten Schüssen, sowas hatte ich noch nicht erlebt, aus unmittelbarer Nähe, 2 bis 8 Meter, da riecht man das Pulver, da kriegt man den Luftdruck ab. Einige derer Geschosse gingen in die Kieselsteine, da spritzte, da war in der Millisekunde klar, das war tödlich, die haben nur nicht getroffen. Mhm. Und dann hatten wir Revolver raus, wir hatten jeder immer Tag und Nacht unseren Überlebensgürtel um, aber unter dem Hemd, damit das niemand sah und sich darauf einstellte. Und das war unser Glück, sonst hätten die uns anders abgeschossen. Und schon beim ersten Schuss flohen alle.
Und wir überlegten, ob wir jetzt ein Loch scharren und uns da hineinducken. Und da sagte einer meiner Freunde, die organisieren sich, die umzingeln uns. Wir müssen alles liegen lassen und abhauen. Das war ganz klar. Ich sagte, Michael, komm, wir gehen. Und da sagt mein Freund, du, ich glaube, der ist tot, der liegt die ganze Zeit so. Und ich hatte das nicht beobachtet, ich hatte nur die Gegner gesehen. Und dann sagte ich, gib mir Feuerschutz. Wir hatten unsere Gewehre dann vom Boot schnell geholt. Da hatten wir nochmal 6 Schuss drin und die Taschen voller Patronen. Und dann schoss er ein paar Mal in den Wald, damit die Köpfe wegnahmen. Man sah sie nicht, nicht. Aber ich dachte, die ducken sich, die sind vielleicht schon wieder ganz nah ran. Und da, während er mir Feuerschutz gab, bin ich zu ihm hin und stoße ihn an. Ich sage, Michael, wir hauen ab. Und da merkte ich, guck mal, bei dir ist alles elastisch. Ach, da war nichts mehr elastisch, das war apathisch. Mhm. Und ich sah keine Verletzung. Ich drehe ihn um. Und da sah ich, der hatte üppige Haare. Die hatten ihm, als er sich weggedreht hatte, von hinten mit Dumm-Dumm-Geschoss in den Kopf getroffen. Kleine Öffnung, das ganze Gesicht lag draußen im Kies. Fällt so nach vorne raus. Haben Albträume jahrzehntelang. Mhm. Und da habe ich ihm nur den Revolver abgerissen, weil jeder von uns hatte ja einen, damit die nicht noch eine Waffe hatten. Mhm. Und dann ins Boot und weg. Sind die denn, 5 Tage Flucht, die geschossen haben nach dem Schuss, alle weg gewesen auch direkt? Haben die damit quasi, weil es war, ihr wart ja mehr als einer. Waren die dann? Ja, wir waren ja ursprünglich 3, die waren 12. Ja. Und darum war die Gefahr, dass wir umzingelt werden würden und die uns die Flucht über den Fluss abriegeln könnten. Mhm. Die war ja ganz offenbar. Ja. Also deswegen mussten wir schnell handeln, haben wir alles liegen gelassen und weg. 5 Tage Flucht, dann haben wir uns bei der deutschen Botschaft gemeldet. Die haben Kontakt zum äthiopischen Militär aufgenommen. Wir kriegten Hubschrauber, Soldaten zurück. Und dann machte man sich ein Bild davon, ob es nicht so gewesen sein könnte, dass wir Michael ermordet haben. Könnte ja auch sein. Mhm. Aber die Spuren, Blut, das lag alles noch, während man den Leichnam natürlich in den Fluss geworfen hatte. Und dann oben aus der Luft, da sahen wir, es gibt überhaupt nur ein Dorf, wo die Leute hergekommen sein konnten. Und der Pilot sagte, da habe ich keine Order, ich darf da nicht landen. Außerdem, die sind alle bewaffnet, die schießen uns ab. Also flogen wir zurück nach Addis Abeba. Und dann haben wir von Land her mit 80 Polizisten das Dorf umzingelt und enger gezogen. Und dann die Täter nicht gestellt, aber der Dorfälteste, waren 5 Hüttendorf. Mhm. Der Älteste gab dann zu bei der Vernehmung, das waren seine Leute gewesen. Die seien aber, weil sie den Hubschrauber gehört hatten, geflohen. Das Gepäck war irgendwo versteckt in der Natur. Und er verpflichtete sich, die Täter auszuliefern. Das hat er gemacht. Mhm. Und die kriegten alle, jeder einzelne, 6 Jahre oder 8 Jahre. Mhm. Mhm. Weil man nicht feststellen konnte, wer hat den tödlichen Schuss abgegeben. Mhm. Also das System Justiz funktioniert dort auch, wenn man es nur angeht. Wenn man Glück hat, aber der diplomatische Hintergrund, die deutsche Botschaft, da spielt alles eine Rolle. Ja. Mit was für einem Gefühl fährt man dann wieder nach Hause? Ja, ein Scheißgefühl. Einerseits, was habe ich für ein Glück gehabt? Ja. Andererseits, hätte ich es verhindern können? Aber wir hatten Verträge. Jeder geht mit auf eigene Gefahr. Jeder kann jederzeit aufhören, weil wir sowas alle noch nicht kannten. Mhm. Und einmal hatten wir es auch bei der ersten Befahrung, da ist einer ausgestiegen, der hat auf der Landkarte plötzlich ein Dorf gewittert, weg war er. Mhm. Aber trotzdem macht man sich da Gedanken. Aber es stand auch nie fest, deswegen auf die Reisen zu verzichten. Dann begann mein wirkliches Training. Mhm. Dann hörte ich von dem Thema, hatte ich schon gehört, Survival in den USA, längst ein Begriff, hier nicht mal bei der Bundeswehr. Und ich merkte, das ist so faszinierend, die Rückbesinnung auf Urinstinkte und Fähigkeiten, die jedes freilebende Tier oder jeder unserer Vorfahren hatte, der noch selbst seine Steinaxt machen konnte, seinen Rock weben. Das habe ich dann gefressen, wo immer ich etwas aufgreifen konnte, bei Spezialisten, ob das ein Angler war oder ob das die Kampfschwimmer waren, die Marineflieger da bei Cuxhaven. Mhm. Überall gab es was zu lernen. Und nachher wurde ich richtig so ein
Experte für Survival, habe dann auch viele Selbstversuche durchgeführt, ob das mal Probewürgen war mit einer Riesenschlange. Ja, davon habe ich gehört. Also das, ne? Da alleine hätte ich gerne mal einen 10-stündigen Vortrag zugehört. Ja. Du hast, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, das so beschrieben, dass die erst dich vorsichtig umarmt hat und jedes Mal, wenn du ausgeatmet hast... Da war ich noch enttäuscht. Ja. Denn ich habe gedacht, das jetzt... Und das war so wie eine schöne Umarmung, als wenn Annette mich umarmt. Aber auf einmal, das hatte ich noch nicht zu Ende gedacht, da wurde es mir eng. Und jetzt, um rauszukommen, musste ich ja noch mehr ausatmen, um dünner zu werden. Und da hatte sie wieder eine Rippe nachgezogen. Keine 2 Minuten war ich erledigt. Und da haben meine Freunde mich vom Schwanz der Schlange her abgewickelt. Mhm. Die hatte Depressionen seitdem. Ja. Und das wolltest du einfach nur mal wissen, wie das ist? Oder was war da die Motivation dahinter? Erfahrung sammeln. Wenn man wirklich, ich war ja immer Schlangenfan und ich dachte, wenn ich mal so einem Riesentier begegne, habe ich da überhaupt eine Chance, ja, wenn die ihre Kringel, ja, da rumwirft. Und weil ich gesehen hatte bei meinen Opfertieren, ich hatte ja auch eine Schlangenzucht, mhm, Riesenschlangen, Giftschlangen, als das noch so gang und gäbe war, das ist ja heute tabu. Und da habe ich erlebt, wie manche Tiere sofort tot sind und andere sich so lange quälen. Und da dachte ich, wenn die Gazelle sich so lange quält, dann müsste ich... Dann müsste so, als Mensch da jetzt, als, ne, Mensch ihr mal kurz zeigen, was, ja, eine Hake ist. Hat sie mir gezeigt. Und hinterher, da sollte ich jetzt erzählen, wie war das. Erstmal, mein Herz schlug wie wahnsinnig. Der Schweiß lief mir runter, als wenn ich unter der Dusche stand. Ja. Und nach einer halben Stunde... Da war alles vorbei. Nur noch ein saugutes Gefühl, als hätte ich eine super Massage gekriegt. Aha. Und darum, das kann ich dir nur empfehlen, leih dir mal eine Schlange aus. Ja, dann brauche ich im aber auch noch dich, der die irgendwie wegholt. Wenn du sagst, ja, hast ja Assistenten genug. Ja, aber man muss ja auch vertrauen können. Ne? Und, ja, und das ist hier natürlich gegeben. War das denn, wenn du sagst, du hast geschwitzt und hattest Herzklopfen? Das hattest du ja, obwohl du wusstest, dass da Leute sind, die dir helfen. Ja, das war ein Reflex des Körpers. Er war ja noch nie so umarmt worden. Ach so. Die Rippen, die wurden ja zum Kreis. Ich glaube, das war das innere Notwehrgefühl des Körpers. Mhm. Ich habe, als ich Freunden erzählt habe, dass ich dich hier interviewe, war eine Frage, wo alle gesagt haben, frag denen das auf jeden Fall. Ich hätte es aber auch so gemacht. Irgendwann hattest du die größte Angst. Du wurdest mehrfach, ja, wurde auf dich geschossen. Dir ging es auch ganz, ganz oft, wenn man deine Biografie liest, dann sieht man immer wieder was, dass du da knapp entkommen bist und trotzdem bist du wieder, ja, los. Ja. Was sind so die Momente, wo du sagst, ja, das hätte ich mir besser doch nicht gemacht, oder das war... Ja, das ist so vieles. Heute würde ich nicht mehr den blauen Nil runterfahren, weil alle inzwischen Maschinenpistolen haben. Damals, ah, okay, hatten sie noch Repetiergewehre. Mhm. Und da war immer Glück zu treffen. Von Weitem wurden wir oft beschossen. Dass man einfach ins Leere gelaufen dann. Ja, da sah man nicht mal, wo der Schuss hinging. Man hörte nur den Knall, sah da oben irgendjemanden toben. Aber da würde ich nicht mehr runterfahren oder auf andere Weise. Immer die Abschnitte des Flusses gehören einem bestimmten Clan. Den Clanführer fragen, darf ich, als wenn hier jemand ungefragt durch meinen Garten paddelt. Mhm. Ne, die nehme ich ja anders wahr, als jemand, der kommt und sagt, darf ich da mal durch? Und dann vielleicht mit Begleitung von dem Clan und beim nächsten Clan erneut fragen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Aber damals in der Marsch durch die Danakil-Wüste in Ostäthiopien mit eigenen Kamelen zu Kriegszeiten, Eritrea, Äthiopien, wir zwischen den Fronten durch, hatten aber 2 einheimische Begleiter, ohne die chancenlos. Und trotz der Begleiter sind wir ja komplett ausgeraubt worden. Aber das wäre auch so eine Sache, da war Krieg eigentlich voll idiotisch. Heute mit dem Alter und angeblich mehr Vernunft hätte ich das wohl nicht gemacht. Auch mein Freund Klaus Dehnert, der da mit war, er sagte, du, was haben wir uns bloß dabei gedacht? Ne? Ja. Die Flugzeuge, die Bomben warfen, die Dörfer, die da umzingelt und die Entfliehenden erschossen wurden, Eritrea, Äthiopien, das hätten wir heute nicht mehr gemacht. Was war damals denn die Motivation dafür, das zu tun? Also bisschen kann ja nicht, ja? Blauäugigkeit, aber Abenteuerlust.
Auch Bereitschaft zum Risiko, das ist geblieben nach wie vor. Mhm. Ich habe Spaß am Risiko, versuche es auszutricksen und freue mich immer, wenn mir das auch gelingt. Aber ich rechne auch mit einem Fiasko. Ja. Und ich wollte nie lange und langweilig leben, sondern lieber kurz und knackig. Und nun lebe ich schon lange und knackig. Und das liegt wohl am Survival. Ja, das Thema Survival wird mit dir jetzt auch lebenslänglich in Verbindung gebracht. Dass du hast das in Deutschland raus, du warst in ganz vielen Sendungen, hast über alles Mögliche erzählt, hast auch hier auf dem Gelände hier sehr viele Kurse gegeben. Stefan Raab war hier, ist mit dir durch den Schlamm gerobbt. Wir haben Wildschweine gefangen. Wildschweine gefangen. Müsst ihr euch mal angucken im Film. Du hast das hier ja wirklich etabliert auch so, ne? Ja, also ich bin so der Pionier, denke ich. Kann ich behaupten, selbst zur Bundeswehr werde ich zu Vorträgen eingeladen. Neulich hatte ich einen Vortrag vor den Ausbildern der Spezialkräfte wie GSG 9, Kommando XY. Die sind aufgesprungen, haben getrampelt, weil ich denen Dinge gezeigt habe, die die als Soldaten der Elitegruppen gar nicht dürfen. Insekten essen ist plötzlich verboten. Die sollen verhätschelt werden oder nachts von Eisloch zu Eisloch tauchen, ohne Rettungsmöglichkeiten, alleine mit dem Seil sich da entlanghangeln, das dürfen die alles gar nicht. Oder abseilen von der Steilwand. Das dürfen, warum nicht? Nur mit richtigem Bergsteiger-Ausrüstung. Ach so. Ich war froh, wenn ich ein Seil hatte und in dem sogenannten Dülfer sitzt darunter, dürfen die nicht mehr. Und da konnte ich noch kleine zusätzliche Beiträge zu ihrer Ausbildung geben. Ja, also du kannst... Du hast dich durchgeschlagen ohne alles, hast dich im Urwald aussetzen lassen, bist über den Atlantik gefahren. Wie oft galtest du als verschollen? Habe ich nicht gezählt, aber immer wenn eine Reise länger dauerte, man kalkuliert ja vorher, die Danakil-Wüste, 4 Wochen, 1000 Kilometer. Dann wurden das 4 Monate und es gab kein Telefon. Also bauten sich hier solche Verdachte auf, solche Ängste. Mhm. Aber ich wusste immer, es geht mir gut, ich war nie verschollen. Auch beim Urwaldmarsch, es dauert eben länger, als man, denn wenn man Hektik an den Tag legt, kann das tödlich sein. Mhm. Mhm. Aber ich wusste, das war meine wichtigste Erfahrung, ein Marsch von Hamburg nach Oberstdorf, knapp 1000 Kilometer, ohne Lebensmittel. Und da lebte ich von meiner Körpersubstanz. Ich habe hier ein Bild hängen, wie ich aussah, als ich ankam, wie meine Leiche, wie Ötzi sah ich aus. Aber die tollste Erfahrung, 1000 Kilometer schaffe ich locker, nach 3 Tagen war der Hunger weg und auf vielen Reisen hat mir das enorm genutzt. Und es war für mich die wichtigste Vorbereitung, als ich das erste Mal nach Brasilien zu den Yanomami-Indianern wollte, die von einer Armee von Goldsuchern ausgerottet werden sollten, die angeblich von einer Armee von Goldsuchern ausgerottet wurden. Und da wollte ich wissen, wenn die mich als Schnüffler fangen und ich habe noch die Chance zu entkommen, ohne alles. Mhm. Wie lange funktioniere ich? Mhm. Und 1000 Kilometer in Deutschland im Oktober, das war arschkalt, mit Frost nachts, da würde ich im Urwald mit Wärme, wo man kaum Nahrung braucht, viel weiterkommen. Und das würden diese Goldsucher nicht schaffen. Mhm. Mhm. Also das war Anfang der 80er, dieser Marsch, der ist ja auch damals groß in den Medien gewesen, ZDF, ja, glaube ich. Es gab noch wenige Sender. Ja. Und es war einfach so ein Novum. Ne? Heute machen ja viele Menschen irgendwas. Fliegen bis zum Mars, das würde mich nicht reizen. Die meisten, die so ihr eigenes Ich finden wollen, laufen heutzutage den Jakobsweg. Ne? Der ist ja sehr. Wie denkst du darüber? Hast du das auch mal? Den Jakobsweg. In Spanien. Hast du da auch eine Beziehung zu? Oder ist das für dich, sagen wir mal, nur wirklich nicht dein Niveau? Na, Niveau will ich nicht sagen. Jeder geht aus irgendwelcher Begründung. Ich konnte auch nie an einem Strand liegen, einfach den Tag Revue passieren lassen. Ich brauchte immer Action. Ja. Aber wir hatten neulich mal eine Anfrage einer, ob ich ihm Sponsoren besorgen kann. Er machte das ganz geheimnisvoll. Er möchte, dass ich ihm Sponsoren besorge. Ich sage, ich arbeite nicht mit Sponsoren, außer ein bisschen Globetrotter-Ausrüstung. Ich sage, was hast du denn vor? Ja, also, aber das darfst du noch nicht weiter sagen. Ich sage nur eins, Jakobsweg. Mhm. Ich sage, oh, da gehen aber jeden Tag einige. Ja, einige. Ich will ja was Besonderes machen. Ja. Ich bin der erste Mensch der Welt, der den Jakobsweg rückwärts geht, sagt meine Frau, die ihn am Telefon hatte.
Ja, und wofür brauchen Sie dann einen Sponsor? Da brauchen Sie einen Rückspiegel, 10 Euro bei Karstadt, Turnschuhe so, haben Sie. Ach so, so rückwärts, okay, ja. So habe ich das noch gar nicht bedacht. Aber es gibt Leute, die meinen, sie lassen einen vergoldeten Pups und finden Sponsoren und brauchen nicht mehr zu arbeiten für den Rest des Lebens. War nicht meine Masche. Mhm. Es sind andere Möglichkeiten, sein Leben bunt zu gestalten, nicht meine. Was mich interessiert, wenn du dann verschollen warst, also definitiv über mehrere Tage, Wochen kein Kontakt zu dir besteht und du auch keine Möglichkeit hast, wie funktioniert das dann mit der Orientierung? Wie bereitet man sich auf so eine Atlantiküberquerung vor, wo man ja einfach auch mal ganz viele Tage kein Land sieht und einfach, also woher weißt du dann, du musst ja auch mal schlafen, woher weißt du dann noch, wohin es geht? Wie geht das? Ja, die Ängste hatte ich vorher und ich analysiere vor jeder Reise die Ängste, die Probleme und versuche, etwas darüber in Erfahrung zu bringen, diese Ängste zu annullieren. Angst vor Wasser. Hörte ich von den Marinefliegern, hörte ich von den Kampfschwimmern. Ich wurde eingeladen, durfte an den Trainings teilnehmen und die haben mich gelehrt, wie man gefesselt an Händen und Füßen noch Überlebenschancen hat. Das war für mich sensationell. Ich bin kein Wassertyp. Ein alter Kapitän hier um die Ecke, der lehrte mich Navigation, damals noch mit dem Sextanten, später mit dem GPS. Ach so, okay. Das gab es damals noch nicht. Ne? Aber ich wusste ja ganz grob, wo ich starte in Afrika und dass ich genau Südwest halten muss, um auf Brasilien zu treffen. Ja, aber und das hat ja eine unendliche Küste. Ich musste ja nicht genau irgendwo ankommen. Mhm. Ich hätte den Rest ja mit dem LKW machen können. Und so brauchte ich nur darauf zu achten, Mond und Sonne, Südwest, das hat man, ich habe ja auch einen Kompass und selbst wenn ich schlafe nachts, man wird wach, sieht die Nadel, die leuchtet, war immer noch richtig der Kurs, mein Steuer war automatisch einstellbar, das hielt den Kurs, solange der Wind die Richtung hielt. Also es war kein Kunststück. Und bei den Kampfschwimmern hatte ich gelernt, selbst ein Idiot im voll besoffenen Korb kann Amerika gar nicht verfehlen, immer nach Westen. Nur wenn man im besoffenen Kopf nachts, ohne es zu merken, durch den Panama-Kanal saust, kann es sein, dass man im Pazifik verreckt. Mhm, also war nie ein Problem. Und auch nicht auch bei schwieriger Seelage oder bei Angriffe von Piraten? Ja, ich war bewaffnet mit einer mehrschüssigen Schrotflinte und Revolver. Das hatte die doch wahrscheinlich auch. Griffbereit, ja klar. Aber ich bin ja durch ein Gebiet gefahren, wo professionelle Piraterie noch nicht so üblich ist. Mhm. Senegal, Mauretanien, rüber nach Brasilien. In der Karibik hatten wir eine Belästigung, die haben wir in den Griff gekriegt. Da war ich mit einer Frau unterwegs. Mhm. Und bei dem Start alleine mit dem Tretboot. Ja. Ich war betrunken. Quatsch. Ich war seekrank. Ja. Ich lag in der Kabine und ließ das Boot einfach treiben. Die Hütte war wie ein Segel, das trieb ja trotzdem, denn ich fuhr immer in der Passatzeit, wo es keine großen Stürme gibt. Starke Winde, okay, da habe ich mich immer gefreut, kamen große Wellen, aber nie die Brecher. Mhm. Und die kamen unter mir her, die hoben mich hoch wie so ein Korken. Das hat man dann sehr schnell begriffen und es gab keine Probleme. Mhm. Auch keine Unwetter, die Nein, sehr viel Wasser Nein, Windstärke 8 war vielleicht das Stärkste, viel schlimmer war Windstille. Dann kommt man so am Äquator in ein Gebiet, wo meist oft lange Windstille herrscht. Das war schlecht, weil ich nicht mehr manövrierbar war. Und selbst mit dem Baumstamm, und wo ich ein Segel hatte, da lief nichts mehr. Da war ich mit dem Tretboot schön unabhängig. Aber jetzt war ich der Strömung, ohne die Segelwirkung, war ich der Strömung ausgeliefert und trieb in die Karibik. Da ging die Strömung hin. Ich brauchte immer 1-2 Windstärken mindestens, um noch Brasilien oben im Norden zu erreichen. Mhm. Dreimal ging es gut, andere schaffen nicht einmal. Ja, ich zum Beispiel. Was macht das mit einem selber, wenn man so lange allein ist? Och, man hat viel Zeit nachzudenken, hat aber keine Langeweile. Es gilt hier zu beobachten, man hat Fische um sich, das ist wie laufendes Fernsehen. Mhm. Unten in der Hütte hatte ich ein Fenster. Ach so, das ist auch so ja. Perfekt war die Vorbereitung. Ja. Ich denke, ich will die Fische sehen. Und ich wurde ständig begleitet, weil ich mit dem Tretboot, das war mein langsamstes Schiff, da haben mir die Fische aus der Hand gegessen. Habe ich aber nur mit den Kleinen versucht. Selbst die schnappen schon den Finger.
Nicht? Und die Großen habe ich immer Revue passieren lassen. Da kamen ganze Schulen, 1,20 Meter Goldmakrelen. Mhm. Und die machten sich einen Spaß, wenn hier unten mein Kiel war, also die Unterseite des Tretbootes oder der anderen Schiffe. Die kamen immer und kratzten sich den Rücken. Dafür habe ich dann manchmal einen aufgegessen. Ja, hast du generell auch viel Verpflegung mitgehabt? Oder war ja von vornherein der Plan, dass du auch unterwegs auf hoher See was finden musst? Nee, ich war geplant zu fischen, ja, aber ich hatte Mehl mit. Ich konnte mir morgens meinen kleinen Brotfladen machen, Suppen, Konserven, gibt mir saugut. Mhm. Anfangs Gemüse, bis es dann anfing zu keimen, die Kartoffeln oder zu verfaulen, mhm, konnte ich mir Kartoffelpuffer machen. Ich hatte einen kleinen Kochofen in meiner Kabine. Also war Luxus, Luxus pur. Mhm. Ich konnte nur nicht stehen, ich konnte nur so sitzen, die war so hoch. Ah, ja. Aber das reichte, um mich lang zu legen. Mhm. Du hast mal gesagt in mehreren Interviews, dass du immer ein Testament machst, bevor du eine lange Reise machst. Habe ich. Macht man dann auch immer so eine Art kleinen inneren Abschied von Freunden? Und wenn man nun wirklich nicht weiß... Also nur von denen, mit denen man intim befreundet ist, hat man, okay, kann daneben gehen. Als Annette mich starten ließ mit dem Baumstamm, also massiver Baumstamm, 18 Meter, da dachte sie natürlich, meine Fresse, jetzt geht er da über den Ozean, vielleicht gibt es wirklich starke Wellen. Ja. Man verabschiedet sich schon irgendwie, aber sie war tolerant. Das war schon vor unserem Kennenlernen mein Plan. Den hat sie mir auch nie ausgeredet. Mhm. Und dann war sie vor mir in Brasilien und wollte mir dann mit dem Kameramann entgegenkommen. Ja. Aber da war so raues Wetter, dass sie das nicht geschafft haben. Und dann bin ich eben alleine angekommen. Du bist trotzdem angekommen? Bitte? Du bist trotzdem angekommen dann? Ja, natürlich. Die Reise war ja nicht geplant, dass mich andere retten. Ja. Hat man in irgendeiner Form auch so ein Werkzeugkit dabei? Also was für Notfälle hättest du alle überstehen können? Also, ich hatte immer Angst, nicht genug Wasser zu haben, weil ich beim ersten Mal nicht wusste, wie viele Wochen bin ich unterwegs. Ja, ja. Aber dann hatte ich Regenrinnen an meiner Hütte und immer wenn ein Kanister leer war, 40 Liter, das Wasser war präpariert gegen Fäulnis, mhm, dann habe ich den wieder aufgefüllt mit Regenwasser. Ich bin mit 400 Litern abgefahren und kam mit 400 Litern an. Ich hätte damit handeln können. Ich habe immer Schiffbrüchige gesucht. Hast du wieder zurückfahren können? Ja, ich hätte das Geschäft machen können. Schiffbrüchiger. Wie viel Geld hast du dabei? Ein Liter, so und so viel. Ich könnte Millionär sein, aber bin ich leider nicht. Mhm. Und hat man auch irgendwas dabei, wo man notfalls noch drin sitzen kann, wenn das eigentliche Behältnis kennt hat? Ja. Oder umkippt? Oder? Alle Fahrzeuge waren unsinkbar. Ich war immer angebunden. Also es konnte nichts wirklich passieren. Ich wäre auch auf der Rückseite des Tretbootes irgendwann, weil die Strömungen, immer jede Strömung geht irgendwann an Land vorbei. Mhm. Ich hätte nur immer tauchen müssen, mir was zu essen holen. Ich wusste ja, wo alles liegt. Mhm. Ne? Und hätte mir so einen Kanister Trinkwasser nach oben geholt. Und mich vor allem gegen Sonne geschützt. Das wäre das Problem dann, wenn man keine Hütte mehr hat, dass man verbrennt. Aber dann habe ich auch gemerkt, wie viel Wasser ich sparen kann, wenn ich statt bei der Hitze, statt mit Trinken und Wind meine Temperatur zu regulieren, die Kühlung zu bewirken, habe ich das mit Salzwasser getan. Ich habe mich immer nur noch mit Salzwasser überschüttet. Und die Verdunstung des Salzwassers vom Overall, die hat mich gekühlt. Da brauchte ich kein Wasser mehr, weil ich schwitzte. Mhm, ne? Da kommt man von alleine drauf. Das sind so Sachen, die lernt man dann, wenn es soweit ist. Ne? Not macht erfinderisch. War das denn so eine Reise gefühlt eine lange Reise? Nee. Oder warst du am Ende überrascht, wie viele Tage es dann tatsächlich waren? Es war länger, als ich gedacht habe. Mit dem Tretboot, mit dem Baumstamm, wo ich ein großes Segel hatte, war ich in 43 Tagen drüber. Also Baumstamm klingt irgendwie noch Der Staatspräsident, der davon über die Medien gehört hatte, der hat noch gar nicht mit meiner Ankunft gerechnet. Da krachte ich schon auf die Küste. Dann brachte mich ein LKW in die Hauptstadt vor seinen Palast. Und da gab ich dann immer meine Appelle ab, von Amnesty International zum Beispiel, wo er gebeten wurde, den Yanomami so zu helfen, den Indianern, gegen die Goldsucher, wie sein Grundgesetz es ihm vorschreibt. Das hast du auch geschafft.
Ja, aber der Junge hat das bestimmt von seinem Vorzimmerdamen in den Papierkorb entsorgen lassen. Es hieß immer, ich würde eine Antwort kriegen. Jede Anfrage bei ihm würde beantwortet, habe ich aber nie bekommen. Mhm. Aber über die Medien ist es ja bekannt geworden. Er brauchte meinen Brief gar nicht zu lesen. Ja. Also es ist quasi dann auch so, diese Mission daraus, Gutes zu tun, sind beiläufig entstanden durch die ganzen... Ja, weil meine Fähigkeit, solche Verrücktheiten, solche Abenteuer zu erleben, die haben mir dann Zugang zu den Medien geschafft. Da merkte ich, wie stark solche Kraft ist, die mediale, und habe das dann bewusst eingesetzt, als ich undercover mit einem Freund als Goldsucher ging, er da heimlich dokumentiert hat, was da mit den Indianern geschieht. Und wir daraufhin sogar ein Gespräch in der Weltbank bekamen, weil wir uns bei der Weltbank beklagt hatten, Brasilien hält sich nicht an die Verfassung, kriegt aber ständig Gelder, weil es sich als Demokratie ausgibt. Dann kriegten wir eine Vorladung, dann zeigt mal den Film. Und die waren entsetzt und hatten dann noch den tollen Rat, wenn man den Film gesehen hat, der war im Rohschnitt fertig, dann lasst mal im Abspann als erstes nicht Regie und was ich, was laufen, sondern 4, 5 der tollen Paragraphen aus dem Indianergesetz. Und dort war zu lesen, dass man überhaupt nicht den Fuß da reinsetzen darf in das Gebiet, keinen Ast abbrechen ohne Zustimmung der Indianer oder einen Fischfang. Und der Film zeigte die Verwüstung und Dezimierung der Indianer. Wie lange hat das gedauert, bis dieser Erfolg so... Das wuchs allmählich. Auch immer in die richtige Richtung. Blauer Nil war natürlich dann auf einmal so ein Bekanntheitsgrad. Mhm. Dann Survival, der Deutschlandmarsch, das wuchs allmählich. Und dann kam ja, änderte sich ja meine Art zu reisen durch die Begegnung mit dem drohenden Völkermord bei den Yanomami-Indianern. Ja. 65.000 Goldsucher mit Waffen, mit Schrotflinten und Revolvern gegen geschätzte 12.000 Indianer, wovon nur einige kampffähige Männer waren mit Pfeilen. Und da bin ich Augenzeuge geworden und dann habe ich ja 20 Jahre mit ständigen Aktionen das versucht, bekannt zu machen. Und als sie dann 2000 Frieden erhielten, die Goldsucher rausgehungert wurden, Flugzeuge, die dennoch reinflogen, beschlagnahmt, war der Spuk ruckzuck vorbei. Mhm. Und meine damalige Partnerin ist dort geblieben, die beobachtet das weiter. Aber die internationale Lobby ist auch groß genug. Darum habe ich mich mit Annette dann einem anderen kleinen Volk zugewandt. Da bauen wir jetzt, haben wir Krankenstationen gebaut. Denn solange die sich da wohlfühlen, darf man ihnen den Wald nicht wegnehmen. So groß wie Schleswig-Holstein, das ist unser aktuelles Naturschutzprojekt. Aber dann kam der Schwerpunkt nach dem Frieden der Yanomami, kam mein Schwerpunkt weibliche Genitalverstümmelung. Bei meinem Marsch vor 40 Jahren durch die Danakil-Wüste hatte ich zum ersten Mal davon gehört. Eine junge Frau hatte mir das Drama erzählt, aber ich war zu jung. Ich denke, mein Gott, eine 5000 Jahre alte Tradition, begründet mit Koran und Bibel. Und da kann man als kleiner Vorstadtbäcker nichts machen. Und diese Meinung wurde das nur ein Kapitel in meinem Buch. Ja. Und jetzt auf einmal wurde ich wieder daran erinnert, ich denke, 80% der täglich 8000 Opfer laut UNO sind Muslime, die übrigen Christen und Andersgläubige. Denke ich, 80%, wenn ich die schaffe, dann müssen die anderen Klecker, Verstümmler sofort nachziehen. Und sie begründen es falsch, das sind also Muslime. Und die begründen es falsch mit dem Koran. Selbst wenn sie es anders begründen, tun sie ihren Mädchen etwas an, was man laut Koran nicht tun darf. Denn diese kleinen Mädchen haben einem ja nichts Böses getan, haben einen nicht bedroht, dass man in Notwehr wäre. Und da habe ich gedacht, ich versuche es mit dem Islam. Ich hatte so viel tolle Erfahrungen mit Muslimen gemacht, nicht nur die Gastfreundschaft. Das ging hin bis zu Leben retten, als wir erschossen werden sollten, dass sich unsere Begleiter mit dem Körper vor uns stellten. Da habe ich gedacht, diese Muslime suche ich, um den Brauch abzuschaffen. In Deutschland fanden das alle voll idiotisch. Warum? Frauenorganisation, die ich angefragt hatte, ob sie die politische Arbeit machen würden. Ja. Ich würde vor Ort und mit den Verantwortlichen reden.
die verlachten das nur und sagten, der Islam ist gar nicht dialogfähig, die werden dir die Kehle durchschneiden. Ich sage, ja, das sind die Islamisten, wie bei den Christen, die die Hexen verbrannt haben und Folter durchgeführt und Kreuzzüge durchgeführt. Ich kenne auch die anderen, so wie ich die Christen und die anderen Christen kenne. Ich komme als Beduine zu meinen Beduinen. Und das wäre gelacht, wenn wir es nicht schaffen. Mhm. Nee, die machten also nicht mit. Und dann war es in Amnesty International und Greenpeace, die sagten, macht euren eigenen Verein. Du bist so individuell. Da kannst du nicht lange Anträge bei uns stellen, ob wir diese Aktion gut finden. Und das muss, bei uns muss das so laufen. Mhm. Du musst deinen eigenen Verein machen. Und wenn du heute eine Idee hast, dann hast du die morgen schon realisiert. Und ich sag, Annette, was hältst du davon? Annette sagt, ja, genau das. Dann hatten wir hier einen Anwalt, der sagte, also, damit Sie nicht enttäuscht sind, sind ja immer so ein Spontaner, da müssen Sie wohl bis zu einem Jahr Geduld haben, damit wir den Verein mit Gemeinnützigkeit durchkriegen. Mhm. Da dachte ich, ist ja scheißegal, ich kann ja schon anfangen. Anderen Tag ruft er an und sagt, ich habe das dem Richter vorgetragen, Ihre Idee mit dem Islam als Partner, den Brauch zu beenden. Da hat er gesagt, das ziehe ich sofort vor, waren wir am anderen Tag ein gemeinnütziger Verein. Dann haben wir den Zentralverband der Muslime angerufen. Wir möchten gern den Vorsitzenden sprechen. Ja, können Sie gern einen Termin haben. Und dann hörte man so raschel, 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 raschel. Ah, im September haben wir noch einen Termin frei. Und wir hatten Mai. Ich sage, September dieses Jahres oder nächsten Jahres? Nein, nein, dieses Jahr. Ich sage, nein, also das, dann brauche ich das nicht. Ich brauche einen Termin innerhalb einer Woche. Eine Viertelstunde, ich komme hin, wohin ich kommen muss. Mhm. Sagt sie, das ist ein anderes Wort. Übermorgen im Kölner Hauptbahnhof in der Lounge um 12.15 Uhr. Und da saß dann der Vorsitzende, ein saudischer Arzt, sofort begeistert. Er sagte, ich gratuliere Ihnen zu der Idee. Damit werden Sie Erfolg haben. Und dass wir einen solchen Erfolg hatten, dass die Höchsten der Welt, die Azhar, der Mufti, der Großscheich Al-Azhar und der Arzthelferin Annette, dem Ex-Bäcker Nieberg, erlauben, die höchsten Geistlichen der Welt einzuladen, dort in diese Azhar-Universität und Moschee, vergleichbar mit dem Vatikan. Das hatten wir nie gedacht, dass der Großmufti sagt, eine solch tolle Idee, ich übernehme die Schirmherrschaft. Warum, meinst du, ging das dann plötzlich so schnell? Warum waren auch die das Höchsten so greifbar dafür, wenn das sonst über Jahrtausende so ein Tabuthema ist. Weil sie darüber nicht sprechen. Wir haben gemerkt, wie verklemmt, wie tabu das Thema ist. Die meisten können ja nicht lesen, die können nicht kontrollieren, ob es im Koran oder in der Bibel steht. Mhm. Dann spricht man nicht darüber und die, die lesen können, halten lieber die Klappe. Und auch bei uns ist ja Sexualität schambehaftet, auch wenn das seit ein paar Jahren, was ist das in den Millionen Jahren der Menschheit, schon für ein Tempo, gar keine Zeitspanne. Die sind noch, das ist noch tabuisierter. Jetzt war ja der große Erfolg dieser Konferenz. Annette durfte sogar ein Stück Film zeigen von Verstümmelung. Denn das war wie bei den Yanomami unsere Waffe. Wir haben gesagt, wir brauchen erstmal Filmmaterial, um die Verantwortlichen zu konfrontieren, was man mit ihren Töchtern macht. Ja. Und das war dort der Durchbruch. Wir hatten aber auch Ärzte eingeladen, die dazu was sagten über den seelischen und körperlichen Schaden. Da saßen einige der Delegierten, die hatten feuchte Augen. Und dann war der Beschluss, nach anderthalb Stunden Diskussion hinter geschlossenen Türen zustande gekommen. Kein Widerspruch, nichts. Der Großmufti kommt raus, unterschreibt im Beisein afrikanischer Delegierter die Fatwa, das Rechtsgutachten. Und der wichtigste Satz in dieser Seite war, weibliche Genitalverstümmelung ist ein strafbares Verbrechen, das gegen höchste Werte des Islam verstößt. Mensch, ich hätte den Mann küssen können. Wir dachten, morgen, große Seite, nix. So kleine Spalten, weil auch die Journalisten, die sich da drängelten, familiär Ärger bekommen hätten, wenn sie darüber groß berichtet hätten. Wir waren total enttäuscht. Und dann hatten wir die Idee, wir dokumentieren diese Konferenz, haben ein kleines, süßes, goldenes Buch davon gemacht,
als Predigtvorlage für die Imame, um ihnen das Vokabular näher zu bringen. Wir geben Nachhilfe für Imame in Guinea-Bissau zum Beispiel, denn wir haben gute islamische, muslimische Berater, die machen das für uns. Wir halten uns da immer zurück, dass wir nicht die Klugscheißer sind aus dem Westen und schon gar nicht verdächtig, Christen zu sein. Also besonders ich bin das nicht. Mhm. Und so sind wir überall hingekommen. Das Thema wurde totgeschwiegen, nicht mal die UNO. Also es hat sich nichts geändert? Nein, hat sich nur in geringem Maße hat sich geändert. Und darum habe ich nur noch eine Vision. Und weil mir das Leben ja davonläuft, ist das meine Top-Aufgabe. Ich möchte, dass dieser tolle Beschluss auch in Mekka verkündet wird. Da gehen die Leute mit ihrem Herzen hin, mit ihrer Seele. Man muss das gesehen haben, wie sie da vor lauter Aufregung tot zusammenbrechen und in diese Leichenhäuser gebracht werden. Da ist wirklich jeder mit seinem vollen Gemüt dabei. Mhm. Und wenn das da verkündet wird, es ist Sünde, Mädchen zu verstümmeln, dann weiß das morgen die ganze Welt. Und wer es dann noch tut und meint, er ist ein Moslem, der sollte lieber sich eine eigene Religion ausdenken. Den würde ich in der Hölle zu Döner verarbeiten. Diese Verstümmelung trifft das prinzipiell jede Frau, oder? In manchen Ländern trifft es jede Frau. Ägypten, Äthiopien, Sudan, Somalia, da gibt es einige. Und in welchem Alter? Und es sind manchmal nur Abschneiden der Klitoris, manchmal eben auch die Schamlippen. Und die schlimmste Form ist, wenn alles abgeschnitten wird und die Wunde wird mit Akaziendornen zugetackert, damit sie zusammenwächst. Die Schenkel werden umwickelt, damit sie zusammenwachsen. Und damit solch ein Mädchen noch urinieren kann, wird ein Strohhalm reingesteckt. Die letzte Öffnung, die dem Mädchen bleibt, und urinieren dauert dann eine halbe Stunde. Und wenn die ihre Regel kriegen, dann sitzen sie 2 Stunden im Busch und quälen sich. Das ist pharaonische Verstümmelung. Dann muss der Ehemann sie ja wieder öffnen, wenn er sie meist jung heiratet. Die Onkel sagen, ach, Ibrahim, kein Problem, du reibst deinen Penis ordentlich mit Öl ein und dann stößt du hart durch, dann reißt das wieder auf und wenn nicht, hast ja einen Dolch, schneidest sie auf. Wir haben Wunden gesehen, die kann man nicht beschreiben und das darf eine Religion sich nicht gefallen lassen. Hast du mal mit irgendjemandem oder bist du auf jemanden schon mal getroffen im Zuge dieses Engagements, was höchste Zeit wird offenbar, der das verteidigt hat und der dagegen angesprochen hat? Mit was für Argumenten kommt man dir denn da entgegen? Das rettet die Ehre der Mädchen. Eine, die man nicht beschneidet, wird triebhaft, die wird Nutte, die hat jeden Mann. Das ist ein Grund. Dann andere sagen, es ist eine heilige Tradition unseres Landes, seit unvordenklichen Zeiten, älter als die Religion. Das sagt Indonesien. Das sagen sie, wir begründen es ja gar nicht mit dem Koran. Es ist eine heilige Tradition. Aber da sie sich Muslime nennen, dürften sie es nicht tun, dann ist die Zeit gekommen zum Umdenken. Mhm. Und ich bin an den saudischen König noch nie rangekommen, trotz bester Vermittlungen von Bundespräsidenten und anderen Kennern. Und jetzt hat er ja seinen Lieblingssohn zum Kronprinzen gemacht. Und der ist meine große Hoffnung. Der hat sofort die Religionspolizei entmachtet. Er hat den Führerschein für Frauen eingeführt. Er hat nur eine Frau, um sie zu respektieren und nicht noch mit 3 weiteren zu teilen. Er will das Land 2030 auf internationalen Level bringen, weil das Öl zur Neige geht. Wenn ich den Mann auf meiner Seite habe, dann hoffe ich, dass er den Mut hat und genau wie er den Führerschein über seinen Vater, den König, eingeführt hat, dass er dann auch Frauenverstümmelung zur Sünde erklären lassen kann. Und für den Moment habe ich etwas ganz Besonderes, das verrate ich aber nicht. Das ist mein Geheimnis. Mhm. Wenn das klappt. Und wie ist da der Kontakt oder wie ist da der Plan, das umzusetzen? Ja, es geht immer über die Botschaften, saudische Botschaft in Berlin, die deutsche Botschaft in Riad. Mhm. Auswärtiges Amt hilft mir in jeder Weise, aber jetzt haben wir im Moment keine diplomatischen Beziehungen. Die Verbindung war geknüpft zum Kronprinzen, dann hatte sich Sigmar Gabriel mit ihm überworfen, hat ihn als Abenteurer bezeichnet. Okay. Und sofort war Ebbe, der Botschafter, ein junger Mann, ein Freund des Kronprinzen, das war eine große Hoffnung, musste zurück, ist noch nicht wieder da. Mhm. Und bin nicht nur ich, der auf die Rückkehr wartet, auf eine Entschuldigung der Bundesregierung.
sondern auch Firmen wie Mercedes oder Medikamentenlieferer. Alle, auf einmal ist da so eine Ignoranz, ein Stillschweigen. Aber das wird vorbeigehen. Und wenn ich ihm das zu Gehör bringen darf, eine Viertelstunde mit 3-4 Bildern und mit den Erfolgen, das kann er auch im Internet recherchieren lassen über seine Leute, dann wird er mitmachen. So schätze ich ihn ein. Ja. Das ist der Erste, der mir richtig Hoffnung macht. Mehrere Sachen, ich habe 1000 Fragen eigentlich. Die zwei wichtigsten, ab welchem Alter erleben diese Mädchen das? Und wenn sie es schon machen, weil sie es seit 1000 Jahren machen, warum machen sie es auf so bestialische Art und Weise mit so dilettantischen Werkzeugen? Also, wieso findet nicht mal dort irgendeine Entwicklung statt? Das gibt es inzwischen manchen Ortes. Und da versuchen Leute, das Ganze wenigstens medizinisch mit Betäubung unter Aufsicht eines Arztes zu machen. In Ägypten ist es so. Dann machen das doch wieder welche schwarz, die Kinder sterben. Bei dieser schlimmen Verstümmelung stirbt ein Drittel nach UNO-Einschätzungen. Die anderen zwei Drittel haben lebenslängliche Schmerzen. Ja, okay. Das wird gemacht gleich nach der Geburt in den ersten 4 Wochen bis hin zu kurz vor der Hochzeit, je nachdem wie. Selbst Mütter, die das erlebt haben, kommen durch gesellschaftlichen, familiären Druck nicht umhin, es nun auch ihren Töchtern anzutun. Es fehlt an Allgemeinwissen, man ist so familien- und clanbezogen. Und es fehlt der Intellekt, den man in unseren Ländern allmählich anerzogen bekommen hat, dass man als eigenständige Person wahrgenommen würde. Aber man muss die zerstörten Frauen mal gesehen haben. Wir haben ja eine große Klinik gebaut bei einem Nomadenvolk in der Danakil-Wüste, die Afa. Das waren die Ersten, der Stamm, der es verboten hat. Ne? Und Stammesgesetz hat da Vorrang vor allem. Und weil das so unser erster messbarer Erfolg war, haben wir denen eine Klinik gebaut. Annette kommt aus der Arztbranche, eine Klinik in Kooperation mit dem Deutschen Berufsverband der Frauenärzte, eine Musterklinik, deutscher Standard. Das ist inzwischen ein Wallfahrtsort. Und da erleben wir die Dramen. Man kann das kaum beschreiben. Dann hast du keine Zuschauer mehr, wenn man das beschreibt. Ja, dabei sollte man gerade dann ganz viele Zuschauer haben. Ne? Ja. Wie hoch schätzt du die Erfolgschancen ein, dass du dieses, was du davor hast und nicht verkünden willst, ich glaube, umsetzen darfst? Ich darf sagen 99%. Okay. Der Mann ist so meine Wellenlänge. Er wird von Gegnern natürlich, wie jeder Reformer, als Kriegstreiber beschrieben. Und er führt Kriege als Innenminister auch gegen den Jemen. Er ist gegen Katar und gegen die Schiiten in Iran. Mhm. Aber das sind die Schiiten und die Sunniten sind traditionell Gegner. Das ist ein anderes Thema, das berührt mich nicht. Wir würden uns auch verteidigen, wenn wir irgendwo uns angegriffen fühlen. Mich interessiert nur sein Frauen, sein Respekt vor Frauen, seine Achtung vor der Religion, aber nicht bis ins Uferlose, dass der Mufti das große Sagen hat, der Religionsfanatiker. Denn bei ihm bin ich nicht gelandet. Ich hatte ein Gespräch, als erste Organisation durften mein Sohn Roman und ich zu ihm nach Riad ins Fatwa-Amt. Mhm. Und mit seinem Generalsekretär hatten wir ein Gespräch, weil ich ihn persönlich bitten wollte, den Brauch zur Sünde zu erklären. Das war der hierarchische Weg. Wir mussten einen langen Antrag stellen. Der Generalsekretär war vollends begeistert. Psychologisch, medizinisch, arabisch und. Musste das alles unanfechtbar sein. Er war nicht bei unserer Konferenz in Kairo, weil Saudi-Arabien nicht verstümmelt. Das ist also noch ein Plus auf unserer Seite. Dann kam nach einer Woche der Anruf, nein, es gibt keine Veranlassung, nun alle Formen zu verbieten. Die schlimmste Form hätte man ja nach unserer Konferenz verboten, dieses Aufschneiden. Jetzt habe ich den Weg eingehalten, nun bin ich frei für meinen Weg über den Kronprinzen. Und ich traue es ihm einfach zu. Sonst habe ich den Menschen nie richtig kennengelernt. Also die Menschheit allgemein. Also es gibt einfach keinen Grund, das je gemacht zu haben. Und man hatte auch noch nie einen solchen Menschen dort in der Regierung. Ein König vererbte es dem anderen und jetzt kommt so ein kleiner Revolutionär, der auch sagt, er ist für ein Miteinander der Religionen, der Weltreligionen wie Christen und Juden und was es noch gibt. Das war auch noch nie. Mhm. Christen waren immer Feinde. Bist du für die Damen und Frauen
als du erstmals auch mit dem Thema das überhaupt angesprochen hast und dass die das mitbekommen haben. Warum musstest du erst kommen? Oder was wäre, wenn du es nicht gemacht hättest? Und was bedeutet... Dann würde es wohl immer noch so dahin laufen. Der Großmufti, unser Schirmherr, Ali Goma mit Namen, wurde das mal gefragt. Warum ist denn da erst so ein Ex-Vorstadtbäcker kommen? So ein Bäcker, so ein Bäcker, der soll aber sein Brot bleiben. Und die Annette bei ihren Spritzen und Verbänden. Da sagt er, ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Das werde ich intern ja häufiger gefragt. Ja. Ich glaube, der Grund ist der, da kommt eine große Delegation, UNO, mit zig Kameras und Mikrofonen. Und man hat trotzdem keine Kontrolle, ob alles so interpretiert wird, wie man es meint. Also hält man lieber den Mund. Kommt das Thema gar nicht erst auf den Tisch. Mhm. Und das Thema ist so intim, dass es noch niemand gewagt hat. Und wir kommen als Freunde, als Bittsteller und sagen, großer Mufti, wir sind Augenzeuge eines Dramas geworden, das falsch begründet wird mit dem Koran. Und wir bitten um Ihre Hilfe. Dürfen wir Ihnen mal die Bilder zeigen? Und dann werden die Leute blass, kriegen Tränen in die Augen und dann haben wir sie auf unserer Seite. Ja, dafür kämpfst du jetzt schon eine gewisse Zeit. 99% hast du gesagt. Und was für ein Zeitraum? Ich warte noch auf das 1%. Ja, und was für ein Zeitraum hast du da? Das werde ich nicht sagen. Okay. Ich habe etwas für den Islam als Belohnung, was es noch nie gab, aber das werde ich nicht verraten. Erst, wenn der Kronprinz mitmacht. Dann ist das auch würdig. Ja, viel Erfolg in dem Vielleicht ist dein Film ausschlaggebend. Da sitzt irgendwann ein Musulmane, der ihn kennt. Manchmal ist es der Gärtner oder der Taxifahrer und sagt, Mensch, ich kenne ihn so gut. Das kann ich immer schnell sagen. Überall darüber er muss reden, nur zuhören. Nicht? So ein Kronprinz hat natürlich Millionen Anfragen. Und dieser eine muss hervorstechen. Hast du auf deinen ganzen Reisen, du hast ja dich auch nochmal aussetzen lassen im Urwald, hast dich auch ohne irgendwas, und da habe ich auch gelesen, da wärst du schon bei der Landung, wärst du schon blutend das angekommen. Okay, hast du noch mehr solcher Dramen erlebt, wo du sagst, das sind einfach uralte Völker, die keinerlei Zivilisation kennen, die machen das so, obwohl das nun wirklich noch nicht mal, wie in diesem Fall, auch biblischen Hintergrund hat, was einfach nur Quatsch ist. Kommt das, was meinst du, wie oft passiert sowas noch in der Welt? Jede Menge. Ja, es gibt so viel. Aber denk allein in unserer Welt, was sich alles religiös nennt und was da an Vergehen vorkommt. Vergewaltigung der Kinder und dergleichen. Ungleichheit der Frau, die ist noch nicht gleichberechtigt. Und die heiligen Kriege, die es gegeben hat, kriminelle Päpste. Für mich war die Religion nie ein Vorbild. Und ich habe so meine Art zu leben versucht, sozial, dass ich, wenn es so einen Schöpfer gibt, ihm in die Augen gucken kann. Denn dass es da eine Schöpfungskraft gibt, das denke ich mir immer. Wie die aussieht, kann ich mir nicht vorstellen. Keiner hat die ja gesehen. Ja. Wird nur alles behauptet. Aber diese Genialität der Schöpfung, das Weltall, wenn man mit dem Fernglas mal abends den Himmel anguckt, ist so unvorstellbar, dass es einen Urknall gegeben hat, da muss ja irgendeine Kraft dahinter stehen. Oder warum sollte sie diesen Blödsinn Mensch und Erde geschaffen haben? Also ich denke immer, könnte sein, ich habe entsprechend gelebt, ich glaube. Du hast auch wahnsinnig viele Religionen und Kulturen kennengelernt. Alle glauben das Gleiche irgendwie, ne? Weil das auch unvorstellbar ist. Warum stirbt jeder Baum nach einer gewissen Zeit, warum im Herbst die Blätter ab und dann kommen diese Tonnen von Blättern wieder aus dem Nichts. Dann gehe ich nach Edeka, da liegen solche Melonen, solche Körbe. Und aus dem Nichts entstanden in 2 Monaten. Ne? Ich habe vor dieser Schöpfungskraft wirklich Respekt. Aber die Geistlichen, die das propagieren, haben ihn oft nicht. Ich kenne viele andere, das sind für mich vorbildliche Christen. Davor verbeuge ich mich auch. Wir haben sogar einen maßgeblichen Wissenschaftler aus der islamischen Welt hinter uns, Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Der hat in Europa Einreiseverbot, er hat den Dänemark-Streit um die Karikaturen des Propheten Mohammed attackiert. Er hat angeblich dänische Botschaften
bedroht, in die Luft gejagt. Das habe ich nicht so verfolgt. Er hat jedenfalls Einreiseverbot, weil er so ein Radikaler ist. Und er war für Verstümmelung. Und meine Berater haben gesagt, wenn du Sheikh Karadawi überzeugen kannst und du hast ja gute Argumente, dann wird er den Mut aufbringen und mitmachen. Dachte ich, nee, der verbietet Weihnachtsbäume. Aber dann habe ich den Kontakt gesucht. Ja. Er war auch auf unserer Konferenz. Und dann habe ich ihn später noch mal besucht. Er residiert in Katar, er lebt im Exil, er ist eigentlich Ägypter. Für die Konferenz bekam er eine Sondergenehmigung, 14 Tage da bleiben. Und dann hat der Mann, nachdem wir ihn überzeugt hatten, den Mut gehabt und ist aufgestanden, mit 84, glaube ich, war er, und sagte, das hat er nicht gewusst. Er hat nicht gewusst, was man den Frauen antut. Und jetzt, nachdem wir Ärzte und den Film und die Ansichten der Kollegen gehört und gesehen hätte, könne er gar nicht umhin, als den Brauch dringend zu ächten. Der hat uns eine Fatwa, eine Rede in die Kamera gesprochen, die ist auf der Homepage zu sehen, hat sich entschuldigt beim Islam, bei allen, hört auf, was euren Mädchen das anzutun, ihr verantwortlichen Eltern, Geschwister, Imame, Lehrer, hört auf damit. Und auf ihn, das sagte man mir, in der radikaleren islamischen Welt hört man auf ihn. Also ich glaube, dass sein Plädoyer viel bewirkt hat. Mhm. Wir rechnen das aber nicht nach. Man kann gar nicht das genau errechnen. Mhm. Wer lässt sich schon unter den Rock gucken? Jeder sagt, ich habe meine Tochter nicht verstümmelt. Das erleben wir im Krankenhaus. Generell Untersuchungspflicht für jedes Mädchen, das da reinkommt. Und dann heißt es immer, nein, die brauchen Sie nicht, die ist nicht verstümmelt. Guckt mal nach, ist sie verstümmelt. Nicht? Und per Stammesrecht ist es bei den Afa in der Danakil-Wüste verboten. Dann gehen wir also zum Sultan, dann gehen wir zur Polizei, zum Imam, nicht? Und beklagen uns. Aber mit Gewalt wollen sie es dann doch nicht durchsetzen. Es muss mit dem Verstand jetzt, die alten Omas müssen vielleicht noch auch aussterben, die bisher immer gesagt haben, das war immer so. Lass dir nicht von diesem weißen Klugschnacker was vorerzählen. Ne? Also es gibt auch da Menschen, die nicht mehr zu bekehren sind, so wie das überall. Ja. Also gerade die alte Generation, die ja auch so groß geworden ist, seit 5000 Jahren hat man das gemacht. Kann man denen das... Wenn man die Tränen sammeln könnte, die aufgrund dessen geflossen sind, wäre die Sahara ein Süßwasserteich. Ein See. So wie dieser See, den du hier geschaffen hast. Ja, kleine Rotztümpel. Ja, also ich würde schon sagen, das ganze Gelände ist unheimlich groß. Da ist auch hier immer ganz viele Kurse gegeben. Ne? Auf deiner Homepage steht schon mal, wenn man darauf guckt, erstmal Achtung, vorab, ich gebe keine Kurse mehr. Wann hast du dich dazu entschieden? Ja, nachdem die Themen Indianerrettung und jetzt das Thema der Verstümmelung in mein Leben gekommen ist. 20 Jahre habe ich das aber gemacht. Dann wird das auch so einerlei. Ne? Ja. Und jetzt geht es auch nicht mehr. Ich bin nicht der alte Opa, der da ein Vortonnen wird. Ne? Okay, also es ist nicht so, dass du jetzt hier jeden Tag noch durch den Schlamm... Nein. Oder noch... Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie Entengrütze schmeckt. Ich weiß, wie ein rohes Insekt schmeckt. Das genügt mir. Ja, bei den ganzen Kameraaufnahmen, die da gemacht wurden, immer von den ganzen Reisen. Also auch immer ein Kameramann mit. Aus rein technischer Sicht, wie hat das funktioniert? Der musste ja auch das Gleiche machen wie ihr alle, war halt für die Kamera zuständig, musste aber auch zeitgleich die Aufnahmen, die damals sicherlich noch Bänder waren, sichern. Ihr musstet auch viel mitnehmen, ihr musstet auch entscheiden, nehme ich das jetzt auf oder nicht. Da hatte man Rollen, 3 Minuten, jetzt waren da noch 17 Sekunden drauf. Ja. Und dann überlegt man, mache ich davon 2, 3, 4, 5 Zwischenschnitte oder tue ich die Rolle weg, weil vielleicht gleich was Langes kommt. Mhm. Das war alles sehr kompliziert. Und man wusste nie, ist das was geworden? Ja. Das waren noch Belastungen für die Kameraleute. Genau, ja, glaube ich auch. Und sie mussten wirklich Leistung erbringen. Wir haben einen, Thomas Reinecke, der unsere Karawane der Hoffnung gefilmt hat, durch Mauretanien mit 12 Kamelen, um die Botschaft des Muftis, es ist Sünde, in die Sahara zu bringen. Der sagt, wartet mal einen Moment. Und dann ging er auf die höchste Düne bei weiß ich, 40, 50 Grad und drehte wie ein lebendes Stativ. Und der Film hat einen Preis gekriegt. Und,
Sind denn auch bewundernswerte Leute. Viele Aufnahmen einfach nicht mehr da, weil ihr flüchten musstet und keine Chance hattet? Das Risiko besteht ja permanent bei solchen Reisen. Ja. Die letzten Aufnahmen von Michael, bevor er erschossen wurde, die wurden nie rausgerückt, die hatte das Gericht behalten. Ach so. Mhm. Ja. Mhm. Das war alles sehr, sehr schwierig. Aber wenn man nicht weiß, dass es so etwas gibt wie heute, dann vermisst man es auch nicht. Ne? Man ist darauf geeicht. Stimmt, und so, ich muss mein Zettelchen, da könnte ich noch schnell einen Zwischenschnitt machen, wie man den Fisch rausholt, irgendwas. Ne? Oder die Hand, wie das, die Sehne da einschneidet. Sind denn in diesem Zuge auch öfters Aufnahmen entstanden, die gar nicht so kompliziert hätten gemacht werden müssen? Bist du manchmal einen schwierigeren Weg gegangen als nötig, um die Aufnahmen zu Auch, damit es spannender wurde. Aber zum Beispiel auf dem Ozean hatte ich mir oft gewünscht, jemanden dabei zu haben, wenn starke Winde kamen und richtig hohe Wellen für meine Verhältnisse, 6, 7, 8 Meter. Aber eben, wie schon gesagt, als Welle, höflich, ne? Wo ich als Korken immer oben drauf war. Ich dachte, ach du Scheiße, der große Berg, die erste Welle. Und da war ich auf einmal oben und schon war ich wieder unten und habe nichts gemerkt. Mhm. Ne? Also der Ozean ist mein Freund, wir duzen uns inzwischen. Ich kenne alle Längen und Breiten gerade persönlich. Die Fische kennen mich, weil ich ja immer kotze. Die wissen, ah, da ist wieder der Bäcker, der dreimal täglich füttert. Da ist Action angesagt, auch bei Windstille. Bei diesen Themen, wenn man allein auf sich gestellt ist, wie viel medizinisches Know-how hat man da? Könntest du selber dir Zahnschmerzen wegmachen? Was ist, wenn du dir irgendwas brichst? Oder wenn du wirklich was hast, wo man sagt, okay, also ich hier würde jetzt ins Krankenhaus fahren. Auf was ist man vorbereitet? Was kannst du dir? Auf alles. Also auf die Dinge, die du aufgezählt hast. Und ich habe mal das Glück gehabt, durfte an einem längeren Lehrgang teilnehmen für Schiffsoffiziere, die keinen Arzt an Bord haben und in der Not Kaiserschnitt machen müssen. Amputationen, Zähne ziehen. Das war der spannendste Lehrgang meines Lebens. Ich, Hefebäcker, lerne da, wofür andere Mediziner jahrelang studieren, lerne ich in 4 Wochen, wie man einen Zahn zieht. Praxis hier in der Zahnpraxis, im Hafenkrankenhaus, wo wirklich akute Fälle eingeliefert werden, das war der wahnsinnigste Lehrgang meines Lebens. Ich weiß auch von den Reisen, notfalls mit Alkohol kann man sich betäuben und den Schmerz nicht mehr so empfinden. Andere kriegen einen vor den Kopf und merken vielleicht so manches nicht mehr. Oder der Schmerz macht einen ohnmächtig. Das alles habe ich gelernt. Und wenn natürlich ein Bein gebrochen ist, bin ich im Eimer. Dann kann ich das vielleicht noch schienen und kann nur hoffen, dass nicht der Jaguar meine Schwäche wittert und mich dann beendet. Mhm. Aber dann, worauf bin ich eingestellt? Also ich möchte lieber einem Jaguar noch ein schönes Abendbrot sein, als langsam dahin siechen und nachher nur noch dem Gewürm und dem Geschmeiß Nahrung bieten. Also ist auch irgendwann lieber, würde man dir helfen zu sterben, anstatt dass du irgendwo lange wartest. Ich hoffe, dass das wartest. So ist. Annette weiß, ich möchte nicht qualvoll siechen. Ich habe so meine Gedanken über den Tod, was ich dann vielleicht machen werde. Ja. Aber wie es dann nachher die Natur mit mir plant, das muss ich abwarten. Ist denn in all den Jahren dieser Gedanke an den Tod immer präsent? Oder? Ja. Ja? Ja, insofern, also jetzt zunehmend, weil meine Restzeit ja überschaubar ist. Jeder Tag mehr ist ein Tag weniger. Okay. Ja, aber früher doch dann auch zunehmend, weil du am laufenden Band in der Gefahr warst, oder nicht? Also war das nicht? Ja, das stimmt. Heute hat sich's verlagert, aber durch Alter und zunehmende Reduzierung der Körperkräfte ist klar, es geht zu Ende. Und wieder. Also man merkt das auch. Also du merkst jetzt auch definitiv. Ja. Ich kann nicht mehr hier joggen, dann sagt mein Herz, hey Alter, bleib mal stehen. Ne? Mhm. Das muss man so hinnehmen. Ich sehe ja die Natur, allen geht es nicht besser, meinen Vorfahren auch nicht. Mhm. Warum mir? Mhm. Nur den Kronprinzen muss ich noch erwischen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall noch... Eine Chance auch für die Religionen, um mal zu zeigen, wie eine Person wie der Kronprinz eine solche Tradition, Kraft seines Amtes, sofort beenden könnte, denn wenn die Botschaft von Mekka kommt, ist es vorbei. Mhm. Sonst muss ich die Religion in Frage stellen lassen. Das wird sie nicht. Also ich glaube, das wäre ein Weltwunder. Der Mann hätte den Friedensnobelpreis verdient, wenn man das Elend sieht, das er damit behebt. Ist ihm das denn auch bewusst?
Das weiß ich nicht. Er weiß ja von meinem Thema noch nichts. Okay. Der hat ja andere Dinge erstmal zu bewältigen. Er will ja das Land 2030 auf den aktuellen internationalen Stand bringen. Er baut zurzeit 100 Kinos. Allein so etwas in einem Land, wo eine Frau oder wo es noch gar keine Kinos gab und wo eine Frau das nie sehen durfte, die dürfen jetzt in Begleitung zu Fußball- und Sportveranstaltungen. Sensationell für ein Land, was so konservativ war, ist das einfach eine Hoffnung und eine Sensation. Hast du auch noch außerhalb dessen noch irgendwelche Touren noch geplant oder sagst ja, du? Ja, die dir nicht, dir leider auch nicht verraten. Auch nicht, aber es hört nicht auf. Ja, ich habe noch. Mhm. Ja, dann würde ich gerne mal so einen kleinen Rundgang mit dir hier. Der macht das. Machen. Und dafür machen wir einen kleinen Schnitt, weil wir ja schließlich Profis sind. Bis gleich. Also hier, das sind die Auszeichnungen, die wir in Deutschland bekommen haben. Vielleicht das Wichtigste für uns sind die Bundesverdienstkreuze, da haben wir schon 3, erster Klasse bis zur ersten Klasse. Mhm. Dann haben wir den Hamburger Bürgerpreis, das ist etwas sehr Angesehenes und viel anderes. Das nutzt uns in Deutschland, das unterstreicht unsere Glaubwürdigkeit für die Förderer, aber es hilft uns in Arabien nicht. In Arabien hilft uns, was wir dort erreicht haben. Aber trotzdem haben die Sachen natürlich auch für dich hier so einen Stellenwert, dass das hier auch ausgezeichnet ist. Also Bundesverdienstkreuz, ja, das kommt schon in die Vitrine, ne? Sowas habe ich früher nie angedacht, aber auf einmal hatten wir es. Ja. Und Horst Köhler hat mal eine Rede gehalten zu einem der Orden. Die war so genial, so humorvoll, so geistreich, dass ich hinterher in mir geschnappt und geküsst habe. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal hier so durch vielleicht. Weil, also als du vorhin gesagt hast, das hier sind meine Bücher, habe ich nicht so drüber nachgedacht, dass sie auch alle von dir geschrieben wurden. Also, das ist, wo sind jetzt ja, die? Ja, das sind meine Bücher, mein Lebenswerk, meine Biografie. Diese Bücher? Es sind 30 Bücher, das 31. ist in Arbeit. Aber dass das so mehr ist, das liegt daran, erst kommt es als Hardcover, dann kommt es als Taschenbuch, dann nochmal irgendwie als Sonderausgabe. Ja, richtig. Mhm. Dadurch ist das so viel. Aber es sind nur 30. Und die Themen, die sind hier so ein... Und da oben sind solche, wo ich Vorworte geschrieben habe. Ja, ich habe ein Yps-Heft hier gesehen. Survival-Werkzeug, ja, ich habe jetzt so ein Detail. Hier ist, als ich mit dem Tretboot über den Atlantik gefahren bin, ja. Komm mal ein bisschen in die Sonne. Komm mal in die Sonne. Da hat mir die Bundeswehr diesen Sextanten gebastelt. Das primitivste, Kimme und Korn, damit peilt man so rum. Damit peilt man den Unterrand der Sonne an und kann hier genau ablesen, wie viel Grad, auf welcher Position man sich befindet. Das geht nicht um Hundertstel Grad, das ist grob für Schiffbrüchige, für Sterbende, aber ist so eine schöne Erinnerung für mich. Wahnsinn. Diese ganzen geh mal darum. Ganz kurze Frage noch, diese ganzen Themen für die Bücher. Bitte? Sind diese Themen für die Bücher, sind dir die alle so zugeflogen? Ja, das war immer nach einer Reise, wenn sie was ergeben hatte. Nicht jede Reise. Ah, okay. Sonst wären es ja mehr. Aber oder auch schon mal ein Vorschlag von meinem damaligen Verlag, Kabelverlag, als sie hörten, was ich da mit dem Survival alles machte. Du musst ein Survival-Buch schreiben. Ich sage, USA gibt es doch schon einige. USA, hier ist das doch unbekannt, nicht mal bei der Bundeswehr. Und so kriegte ich dann Anregungen. Oder es kam mir plötzlich die Idee, schreibe ich mal einfach ein lustiges Buch mit verrückten Geschichten. Ja. Kann man das echt verrückt? Das sind 30 Anekdoten oder voll peinlich. 30 Anekdoten aus meinem Leben, die sich so am Rande ereignet haben. Ne? Witzig. Also unglaubliche, verrückte Geschichte. Gruselig, witzig, aber witzig. Und dann haben wir, was haben wir denn noch? Das sind die 5, das sieht man hier nicht im Licht, ne? Die 5 Bücher, die mein Leben irgendwie beeinflusst haben. Überleben ums Verrecken, mein Bestseller im Survival. Selbst bei Bundeswehr, Polizei ist das für viele ein Lehrbuch. Dann hier das goldene Buch, Predigtvorlage für Muslime, für Imame. Alone on the Blue Nile, das Buch, was mich auf den Blauen Nil gebracht hat. Yanomami, das Buch, wodurch ich zum ersten Mal von den Yanomami erfuhr.
und dann das Buch über Genitalverstümmelung. Und das hier, als ich mit 46 oder wann ich den 1981 den Deutschlandmarsch gemacht hatte, 1000 Kilometer ohne Nahrung, habe ich von meiner Körpersubstanz gelebt. Nach 3 Tagen kein Hunger mehr, jeden Tag 1 Pfund verloren. Nachher waren 25 Pfund weg, 1/4 Zentner. Ich sah aus wie der Ötzi, den sie aus dem Eis gekratzt haben. Ja, und du sagst, da sehe ich ja heute frischer aus. Du siehst heute tatsächlich voll frischer aus. Also damals, da warst du Anfang 40, sagtest du eben, ne? Und, gut, aber wir können ja nicht alles zeigen, mein altes Goldwäscher. Die Schlange hier oben, die Schlange. Die Goldwäscherschüssel, die Waage, ein Gegengift gegen Schlangenbisse, da glauben die Einwohner dran, das gibt's aber nicht. Das trinkt man und es gibt kein Gegengift, das man trinken könnte. Und die Schlange? Ja, eine meiner großen Schlangen, ein Python, der, mit dem ich Probewürgen gemacht habe, um mal zu erfahren, ob ich als Mensch mit meiner Kraft mich befreien kann. Ich konnte es nicht und meine Freunde haben mich dann vom Schwanz der Schlange her abgewickelt. Ja, oder hier selbstgemachte Harpune. Damit kriege ich jeden Fisch, den ich treffe, raus. Oder hier ein Schachspiel, was ich gebastelt habe, als ich in Eritrea quasi in Gefangenschaft war, 1977, mit 2 Freunden aus Palmfasern und Früchten und Kernen zusammengebastelt, auf den Korken geklebt und das Schachbrett aus einem Ziegenfell. Damit haben wir dann eine gute Stimmung verbreitet unter den eritreischen Freiheitskämpfern und wurden bevorzugt behandelt. Die Figuren sind unglaublich detailliert gemacht. Ne? Also man hat ja Zeit, nicht? Ja. Unendlich Zeit. Das ist das Ergebnis dann. Und daraus. Hier ist meine Wand mit den anderen Muslimen. Alles Kämpfer auf unserer Seite. Der höchste ist der Großscheich Al-Azhar, vergleichbar mit dem Papst. Das ist der höchste Repräsentant, Großmufti Ali Goma, für Justiz. Wie er hier unterschreibt, dass Frauenverstümmelung Sünde ist. Das ist der Hardliner Yusuf Al-Karadawi, der unser bester Mitstreiter gegen Verstümmelung geworden ist. Und andere eben. Und hier sind immer so die Modelle der Schifflein, die ich so mache, bevor ich losfahre. Um jetzt einen Fernsehauftrag zu kriegen oder um Mitwirkende zu begeistern. Das war mit 6 Jugendlichen die Elbe runter bis Cuxhaven. Mein erstes Boot, Blauer Nil. Da steht Blauer Nil drauf, ja. Also da konntest du drin sitzen und auch reinsteigen. Ja, da saß einer, hier saß einer. Und der dritte saß da, die Klappe konnte man aufmachen. Aber selbst wenn das kenterte, alles schwamm. Und jedes einzelne Teil ist Hartschaum und schwamm. Mein Tretboot. Wie ist das generell, wenn man mit mehreren Menschen auf so engem Raum so lange zusammen ist? Ja, wie ist das hat viel zu viel zu tun. Trotzdem kann es in die Hose gehen. Ja. Aber ich hatte da Glück. Hier mein Weihnachtsbaum mit dem Tretboot. Da hatte ich ja keine Tanne mit, wollte Weihnachten symbolisch begehen und habe das mit den Gräten meiner Fische gemacht. Ach so. Ja, stimmt. Und das hier ist meine Nonplusultra-Vision. Warte mal. Mekka, der heiligste Ort des Islam, das ist die Kaaba. Und da möchte ich mit dem saudischen Kronprinzen und dem König, er ist der Herr über Mekka, von ihnen eine Botschaft haben, die kürzeste Form wäre, Frauenverstümmelung ist Sünde. Dann ist der Brauch zu Ende. Ja, Wahnsinn, ein einziges Museum hier. Du hast mir vorhin gesagt, das ist hier die Devise der Kampfschwimmer, lerne leiden ohne zu klagen. Dann habe ich hier noch mehr. Das Sammeln dieser Sachen, hast du vorhin gesagt, hat sich auch erst so entwickelt. Wenn so etwas genau passt. Ja. Oder wie hier, wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen folgen. Und dann, was ich ja immer höre, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Es sind immer so Sprüche, ich sammle solche Aphorismen. Irre. Hier ist so eine Messer. Was haben wir denn noch zu bieten? Ja, das ist mein alter Freund, der Aboriginal.
mit dem ich 700 Kilometer um die Wette durch Australien gelaufen bin. Ich mit Survival-Kenntnissen, er mit seinen Urfähigkeiten. Der kam an mit so einem Beutel Wasser. Die Fernsehfuzis hatten Angst. Du verdurstest uns und dir darf nichts passieren. Ihr steht ja alle unter Naturschutz. Und dann haben sie ihm einen Rucksack aufgegeben. Und immer wenn sie was finden, haben sie ihm den Rucksack aufgehängt, den er dann wieder wegstellte. Mhm. Er hat gewonnen, weil er einfach nicht schwitzte. Er konnte nachts gehen. Das konnte ich nicht. Das ist so ein Musterdorf, wenn ich in Schulen Vorträge hielt über die Yanomami-Lebensweise, dann hatte ich dieses Modell immer mit. Ich bastel immer gern so kleine primitive Modelle, dann kann man sich das besser vorstellen. Und hier ist so eine Wand voller Messer, alles Geschenke oder selbstgebastelte von irgendwelchen Spezialisten. Das ist, haben uns die Afa-Nomaden in der Danaki-Wüste geschenkt. Das ist ein Säbel, sowas kriegt man hier im Großhandel. Das waren immer die Geschenke für die hochrangigen Leute, wenn sie sich auf unsere Seite gestellt hatten. Ne? Dann gaben wir ihnen das immer. Ja. Das war's. Das war's schon. Also irre. Dieses. Das war ja alles. Mehr habe ich nicht zu bieten. Das stimmt aber nicht. Hier ist noch so viel mehr. Wir machen das. War ein trostloser Nachmittag. Wir hatten nicht mehr zu bieten. Nee, es hat mir dennoch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften bei Ihnen. Ja. Viel Erfolg für alles, was noch kommt. Bei dir. Danke. Jetzt fange ich wieder mit dem Sie an. Ja. Das wird sich wahrscheinlich die ganze Zeit gemischt haben. Also wenn Mecker klappt, das wirst du hören auf jeden Fall. Ja, ja. Selbst wenn man nicht Zeitung liest oder nicht ins Fernsehen guckt, das wird man mitkriegen. Ja, dann danke ich euch für die Mühe und Dankeschön. Was Schönes drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.